Dann möchten wir nochmal gucken, wo unser Kontakt sich rumtreibt. Da unten an der Bar anscheinend. Können wir sonst noch mit jemandem reden? Nur so aus Neugier. Da ist ein Kroganer, der wirkt leicht betrunken. Da ist noch ein Kroganer, der steht in der Ecke. Ja, irgendwo einfach. Auf Kontakt warten. Oh, ich kann da eher... Flaschen! Eine Mischung von Spirituosen aus Andromeda und der Milchstraße. Nicht alles davon für den Verzehr durch Menschen geeignet. Trinken Sie bitte verantwortungsbewusst. Danke. Dann warte ich mal auf meinen Kontakt. Was kann es denn schaden? Hey! Leck mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes Vidal. Wer bist du denn? Ja, komm, saufen wir ein. Für einen Drink ist noch Zeit. Mmh, Bullenurin, lecker. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ach gut, ich dachte, du bist mein Kontakt. Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Was sind andere Dinge? Erdbeersmoothies? Sie sind ein Schmuggler. Schmuggler mag ich nicht. Wayne Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Okay, eine Frau des Volkes, die ihre Leute auf der Straße das Volk verprügeln lässt, wenn sie keine Schutzgebühren bezahlt? Egal, wie sie es nennen. Sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird ihnen Vayne nicht einfach überlassen. Dann hole ich mir Vayne halt einfach. Ich nehme ihn mit, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich muss sagen, sie gefallen mir. Ah, danke. Ich bin ziemlich cool, das stimmt schon. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Okay. Der wirkt wie ein Mann der Tat. Durch ein Augenzwinkern, okay. Hey, die Rechnung. Deine Mutter bezahlt die Rechnung. Stimmt so. Dachte ich mir. Na toll. Lädt er mich auf einen Drink ein und ich muss den bezahlen. Was kann ich Ihnen bringen? Und sagen Sie nicht, überraschen Sie mich. Oh, überrasch mich doch mal bitte. Also, was gibt's Neues auf Kadera? Der Hafen steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Der Scharlatan und das Kollektiv haben es auf Sloanes Thron abgesehen. Anfangs dachte ich, das wäre alles nur Gerede. Aber dann haben sie angefangen, sich in den Badlands gegenseitig umzubringen. In den Badlands? Das scheint sie ziemlich kalt zu lassen. Wenn man an einem Ort lebt, der von Piraten regiert wird, ist Gewalt ziemlich relativ. Ich mache mir erst Sorgen, wenn die Schießereien meine Bar erreichen. Okay. Was halten Sie von Sloane? Mögen Sie sie? Sloane selbst ist ganz okay, aber ihre Schutzgebühren kotzen mich an. Zu Recht? Sie verlangt Schutzgeld? Ja, und der Preis für unsere Sicherheit wird immer höher. Trotzdem kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Die Verbanden sind meine besten Kunden. Sie erwähnten den Scharlatan und das Kollektiv. Ja, was ist mit ihnen? Wer sind die? Wow, sie sind wirklich neu hier. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist. Genau das ist ja der springende Punkt. Er, sie oder was auch immer leitet das Kollektiv. Diese Kerle sehen sich gerne als eine Art Spionagenetzwerk. Hm. Dabei sind sie einfach nur Schläger. Vielleicht ein bisschen cleverer als die Verbanden, aber kein Stück moralischer. Gibt's auch eine Fraktion hier, die irgendwie nett ist? Freundlich? Die wir an die Macht bringen können, eventuell? Das gehört nun mal zum Job. Hm. Waren Sie in der Milchstraße auch Barkeeperin? Ja. Macht Ihnen der Job Spaß? Nein. Warum machen Sie ihn dann? Ich bin ihn gewohnt.
Ja, okay. Verstehe. Wenn alles um einen herum fremd ist, ist es beruhigend, etwas Gewohntes zu machen. Wenn Sie meinen... Nehme ich einen Drink? Ich habe gerade... Oh, egal, kommen wir. Saufen Whisky. Uns mal kurz die Hucke voll. Anders servieren wir ihn auch nicht. Oh, kein Eis. Whisky. Huch, was passiert? Ach so, das Gespräch ist beendet. Ich dachte, die ewige Dunkelheit würde hereinbrechen. Ist ja immer eine Möglichkeit. Warum dauert das hier so lange, Türen zu öffnen? Das ist doch nicht normal. Sam, erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Aha, Problem mit Autorität. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Wir mögen Hitzköpfe doch. Oder nicht? Was ist hier los? Mod-Händler. Ziemlich beeindruckend. Nette Ausrüstung haben Sie da, aber das geht natürlich noch besser. Werfen Sie mal einen Blick in die Konsole. Na sicher doch. Ist das gestohlen? Gute Frage. Wo finden Sie Ihre Waren? Ich bedauere, aber diese Information liegt außerhalb Ihrer Preisklasse. Du weißt doch gar nicht, wie meine Preisklasse genau ist. So ein Hater. So, was hast du denn so Schönes da? Du hast Mods da, die ich nicht unbedingt brauche. Aber schön, dass du Mods da hast. Das ist bestimmt gut für die Umwelt. Ja, dann tschüss. Danke, dass ich mir deine Mods ansehen durfte. Oh, ein Datenpad. Persönliches Log Jun Seo No. Detaillierte Zeichnung eines Manta. VW Manta, oder? Neuer Eintrag. Zum ersten Mal seit... Moment, Manta war nicht VW. Das war der Scirocco. Was war Manta denn für eine... Ach, egal. Neuer Eintrag. Zum ersten Mal seit, 600 Jahren habe ich das Gefühl, dass ich frei atmen kann. Okay, die Luft stinkt nach Scheiße, aber ich habe ein Dach über den Kopf und Essen im Magen. Schluss mit der Rumrennerei. Kein Armageddon-Planet nach Armageddon-Planet mehr. Ich kann endlich einfach nur erkunden. Denn darum ging's doch, oder? Ich werde das Zugverhalten dieser Manta-Kreaturen erforschen. Vielleicht weiß Ligür etwas. Hier schließlich ihr Heimatplanet. Ende des Logs. Okay, da ist jemand auf Forschungsmission. Das finde ich ganz gut. Opel Manta war es. So, jetzt habe ich es richtig. Der Manta war ein Opel. Schmeckst du Blut? Lass mich ja nicht fragen, ob ich Blut schmecke? Ich wollte nur das Datenpad lesen. Persönliches Log Ardo. Neuer Eintrag. Habe gesehen, wie ein Asari überall in Port Kameras angebracht hat. Kleine Dinger. Schwer zu finden, kaum zu sehen. Muss eine Agentin des Kollektivs sein. Augen und Ohren des Scharlatans. Habe Shelly gefragt, ob ich Sloans Wachen informieren soll. Sie hat gesagt, das würde nur Ärger bringen. Stimmt wahrscheinlich. Ich will nicht ins Kreuzfeuer geraten. Halte mich lieber bedeckt. Ja, lieber bedeckt halten ist das Motto der ganzen Party hier. Was ist denn hier los? Waffenhändlerin! Dass ich Sie noch mal wiedersehe. Wen mich? Ich habe mich für eine Pistole entschieden. Ach so, die Frau natürlich. Hier. Carnifex, Phalanx. Die erste, Carnifex. Ja, sie möchte also eine Pistole kaufen. Kedara fühlt sich geehrt durch ihre Anwesenheit und durch ihre Credits. Endlich bekomme ich mal den Respekt, den ich verdiene. Oh ja. Stets zu Diensten. Die wirkt aber nicht so ganz ernsthaft mit dem, was sie sagt. Egal. Sie hat also Waffen da. Eine sehr, sehr, sehr kleine Auswahl an Waffen. Schön, schön. Ich hätte erwartet, dass den Schmugglerparadies ein bisschen mehr Waffen auf Lager hat. Panzerung. Was hast du denn so? Ein so zerbrechliches Ding wie sie braucht Schutz. Bei mir finden sie die besten Panzerungen in ganz Gedirr. Ein so zerbrechliches Ding wie sie. Und offenbar auch die teuersten. Sie sehen aus, als könnten sie es sich leisten. Naja, da hat sie recht. Cat-Panzerung, Rebellenpanzerung. Cat, Rebellen, Rebellen. Cat und Rebellen.
überzeugt mich auch nicht, aber ich musste zumindest mal gucken. Gibt es was Hübsches zum Scannen? Nein. Ist hier irgendeine Konsole? Da soll ich rein, aber hier ist auch noch eine Tür. Die macht mich natürlich neugierig. Die ist aber verschlossen. Na gut. Ein Wassertank. Dieser Tank lagert gereinigtes Wasser aus den Slums. Es wurde bereits durch das angaranische Filtersystem geleitet und ist trinkbar. So mögen wir unser Wasser. Trinkbar. Guten Tag, ich gehe hier einfach mal rein, ne? Einfach mal so. Scheint niemand zu stören, okay. Dachte, der bewacht hier die Tür und hält mich davon ab, reinzugehen. Aber so ist es wohl nicht. Hauptquartier der Verbannten. Stört's euch, wenn ich hier in das Terminal rangehe? Nein. Häftlingsakte Ventereff. Auf den habe ich es abgesehen. Anmerkung, hohe Schmerztoleranz sogar für einen Spion. 4 Verhörsitzungen ohne brauchbare Daten über die Kette zum Tode verurteilt von Sloane Kelly. Ja toll, gefoltert und zum Tode verurteilt. Häftlingsakte Gartan Parla. Anmerkung, Codename Lacerta, Repräsentant des Scharlatans. Beging vor endgültigem Urteil Selbstmord. Oh. Häftlingsakte Tesi Fasynt. Anmerkung, hat versucht Pflichtsteuer zu umgehen. Verurteilt zu 3 gebrochenen Fingern. Alter. Einfach mal kurz ein paar Finger brechen, weil die ihr Schutzgeld nicht bezahlen. Ekelerregend. Bericht Quartiermeister McAfee. Ich habe wieder 2 Rekruten dabei erwischt, wie sie die Ware durchsucht haben. Wir brauchen Schlösser. Scheißegal, ob das Misstrauen transportiert. Ich traue ihnen ja auch nicht. So müsste man es betonen. 3 Kisten mit gutem Bier sind allein in diesem Monat verschwunden und eins dieser Arschlöcher ist der Dieb. Wir tragen vielleicht alle dieselbe Uniform, aber diese Grünschnäbel sind nicht vom selben Kaliber wie wir beide. McAfee. Man kann hier also Bier klauen irgendwo. Modell eines Kettjägers. Ja, das nehme ich auch gerne mit. So, ich schätze, wir können es nicht so lange aufschieben. Wir müssen gleich mal mit Sloane Kelly reden. Für die ich von vornherein keine Sympathie habe, weil sie... Klar? Weil sie hier eine Gruppe von Gangstern anführt. Die Leute erpresst. Alter, schubst mich noch einmal und dann hast du mich 2-mal geschubst. Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Hallo, na? Was ist? Sie müssen Sloane Kelly sein. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Den Pathfinder, bitte. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lüge. Oh, ich würde doch nicht lügen. Niemals. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Caldera ist ein Hafen der Angara. Sie wollen Vaynes Tod und ich will, dass Sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vayne, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Wie sehr möchte ich sie anpissen, ist die Frage. Ich meine, natürlich kann ich mit ihm reden, bevor das Todesurteil vollstreckt wird. Da ist ja nun, das ist ja nun kein Problem, oder? Ich glaube, ich stimme dem einfach zu. Gut, einverstanden. Sehen Sie, wir einigen uns ganz zivilisiert. Ja, deshalb ist die Musik auch so bedrohlich. Jetzt fehlen nur noch die Häppchen. Oh, es gibt Häppchen? Voll Bock auf Häppchen jetzt. Ventereff verhören. Der Pathfinder erhält Zugang zu den Zellen. Ja, Sir. Catus. Sie sind anders, als ich erwartet hatte, Pathfinder. Schmieriger? Das höre ich oft. Wenn Sie es jetzt noch schaffen, es sich mit Sloane nicht wieder zu verscherzen, bin ich wirklich beeindruckt. Hm. Sind Sie Sloanes Stellvertreter?
Sie bezeichnet mich als ihre turianische rechte Hand. Ich sorge dafür, dass kein Sand ins Getriebe kommt. Warum? Sand ist doch ein hervorragendes Schmiermittel für Getriebe. Haben Sie während der Meuterei gemeinsam mit Sloan die Seiten gewechselt? Ich kam auf der Arche Nathanus hierher. Ich habe nie einen Fuß auf die Nexus. Du bist von der Arche? Ich bin auf Haval einigen Überlebenden von der Nathanus. Wo ist die Arche? Sie sind noch am Leben? Das müssen Sie Rix zu verdanken. Was ist ein Rix? Sie kennen Avitus? Unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. Gib mir doch bitte einen Hinweis, wo die Arche zu finden ist. Das Kollektiv sorgt für ziemlich viel Unruhe in Kedera Port. Wie wollen es die Verbannten schaffen, an der Macht zu bleiben? Mit Gewalt? Indem wir unsere Pläne für uns behalten. Oh, ich dachte mit Gewalt. Ich hätte Gewalt gewählt. Sie und Sloan scheinen sich nahe zu stehen. Was ist damit? Nichts. Nicht? Ich bin nur neugierig auf die Geschichte dahinter. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Sie hat mir ins Gesicht geschlagen, als ich sie auf einen Drink einladen wollte. Das ist aber sympathisch. Im Ernst? Nein. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Pathfinder. Ich kümmere mich aber viel lieber um den Kram anderer Leute, weil ich so neugierig bin und meine Nase gerne in Dinge stecke, die mich nichts angehen. Man sieht sich, Katis. Kann ich hier sonst noch mit jemandem schnacken? Das wirkt beinahe nicht so. Sloan. Mit Sloan rede ich, glaube ich, obwohl. Kann ich Sloan auch so noch ein paar Fragen stellen? Warum nicht? Ich frage einfach mal. Unser Deal ist durch. Was wollen Sie? Ich denke, wir könnten zusammenarbeiten. Der Feind meines Feindes ist schließlich... Ich bin nicht Ihre Freundin. Aber Sie haben sich als vernünftig erwiesen. Also stellen Sie Ihre Fragen. Alles klar. Was hat das Kollektiv gegen die Verbannten? Die Leute wollen immer das, was sie nicht haben. Und die Schläger des Scharlatans bilden da keine Ausnahme. Wer, denken Sie, ist der Scharlatan? Ich vermute eine Gruppe von Leuten. Es braucht mehr als eine Person, um diese Bande zu leiten. Du bist auch nur eine Person. Beunruhigt es Sie nicht, dass Sie in das Territorium der Verbannten eindringen? Nein. Wenn Sie zu weit gehen, bin ich bereit. Okay. Helios ist nicht gerade gastfreundlich. Wie haben Sie überlebt, nachdem Sie die Nexus verlassen hatten? Gewalt? Wir sind zwar nicht mit leeren Händen gegangen, aber als die Vorräte knapp wurden, mussten wir uns etwas einfallen ihr lassen. Ihr habt Gewalt angewendet, ich habe Angriffe auf Konvois der Kett befohlen und mit angaranischen Siedlungen gehandelt. Sie haben mir dann von Kedera Port erzählt. Sie hatten nie gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Angara? Nur mit den Rokar, diesen beschissenen Arschlöchern. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, das sind ziemlich beschissene Arschlöcher. Ich habe mich über sie informiert. Leiterin der Nexus-Sicherheit, ausgebildet von der Allianz. Den Akten zufolge sind sie aufbrausend, waren ansonsten aber eine loyale Soldatin. Wieso haben sie die Seiten gewechselt? Weil ich es leid bin, Arschlöchern zu unterstehen. Ich hätte die Situation auf der Nexus geklärt, aber Tan wollte ein Blutbad. Sicher? Er hat die Kroganer eingesetzt, ohne mich auch nur zu fragen. Neue Galaxie, derselbe alte Scheiß. Sie hätten auch einfach den Dienst quittieren können. Die Leute wären ohne meine Hilfe gestorben. Und nicht alle Exilanten sind Kriminelle. Einige von ihnen hatten einfach nur genug. Not all men. Es klingt nach einer friedlichen, nach einer schwierigen Situation. Das stimmt in der Tat. Wahrscheinlich war es nicht ganz so einfach, da Entscheidungen zu treffen, die richtig oder falsch sind. Sondern wahrscheinlich war alles eher ein bisschen grau während der Revolution. Sie sind also Piraten geworden, weil sie versucht haben, ein Massaker zu verhindern. Wenn wir es so nennen wollen. Die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Wissen Sie, Pathfinder, als ich mich der Initiative angeschlossen habe, dachte ich, wir würden eine neue Gesellschaft aufbauen. Eine bessere Gesellschaft. Genau, das tut die Initiative gerade. Aber die gerade. Initiative war nur ein weiteres leeres Versprechen. Nein. Die einzige Person, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass sie etwas verändert, bin ich. Ja, du hast es zum Schlechten verändert. Du leitest eine Verbrechergruppe, die die friedlichen Bewohner dieser Stadt oder wie auch immer man das nennen will, unterdrückt und auf der Straße verprügelt. Was hast du denn bitte zum Guten verändert? Kannst du mir das erklären? Dir doch den Arsch offen. Wie kommt es, dass ein Mensch über einen angaranischen Hafen herrscht? Gewalt. Als ich nach Kedera kam, haben die Kett die Angara wie Vieh zusammengetrieben. Es war ein Gemetzel. Meine Leute haben dem ein Ende gemacht. Und natürlich waren uns die Einheimischen dankbar dafür. Und was ist mit diesen Köpfen, die den Raumhafen verzieren? Sie dienen als Warnung. Für die Kett?
Für jeden. Ah, natürlich. Also die Verbannten. Machen Sie sie mir doch mal schmackhaft. Die Verbannten wollen sie nicht. Wow, das war deutlich. Und ich will die Verbannten nicht. Ich habe all meine Leute selbst ausgewählt. Alle fünf? Sie haben entweder Potenzial oder eine gemeinsame Vergangenheit mit mir. Sie haben keines von beidem. Du meinst, ich habe kein Potenzial? Addison hat etwas Ähnliches gesagt. Ich werde Ihnen beiden beweisen, dass Sie sich irren. Addison und ich sind uns in etwas einig? Wow. Wow. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Ich mag die überhaupt nicht. Pathfinder, halten Sie sich aus Kaderas Angelegenheiten raus. Das hier ist nicht Ihr Terrain. Ja, wenn ihr Leute um Schutzgeld erpresst und sie auf der Straße verprügelt, dann wird es zu meinem Terrain. So einfach ist das. Das gucke ich mir nicht lange an. Oh, die Tür geht normal auf. Habt ihr es gesehen? Ich habe gar keine Hände. Lass mich in Ruhe. So, wir müssen einmal mit dem Gefangenen reden. Und es stößt mir noch sauer auf, dass der getötet werden soll. Ich bin extrem gegen die Todesstrafe, weil es eigentlich nur Mord ist. Sind Worte. Verstanden? Keine Körperflüssigkeiten? Keine Sorge, ich mache schon keine Probleme. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob er so zum Reden aufgelegt ist, wenn er die Todesstrafe wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf spürt. Aber ich kann ja mal fragen. Na? Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloan dir nichts Besseres ein? Ich arbeite nicht für Sloan. Ich bin ein Pathfinder der Initiative. Sie haben die Moschai gerettet. Ich weiß, wer Sie sind und was auf Volt passiert ist. Tun Sie das Richtige, Vane. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Das wird mich auch nicht retten. Aber vielleicht andere. Ja, wenn dir das wichtig ist. Das Schiff des Archons, wo ist es? Wahrscheinlich hat er es in der Tasche. Wetten? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Cat-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Ja, dann gib mir die Frequenz. Haben Sie ihn? Den Frequenz? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er hat den Frequenz außerhalb der Stadt vergraben, okay. Danke für die Info. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschai verraten habe? Weil du ein Arschloch bist? Aber gut, erzähl's mir, wenn du so heiß drauf bist. Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Cat. Das stimmt doch gar nicht. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen? Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschai. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Er wollte nicht nur die Moschai, er will uns ich alle. Ich wusste nicht, was die Cat meinem Volk angetan haben. Das stimmt wohl zu. Der Archon hat ihn manipuliert, ja? Das ist wohl der korrekt. Archon hat ihren Groll auf Ephra ausgenutzt. Wäre Ephra ein besserer Anführer? Tja, nun. Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Und ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Konsequenz der Tod sein sollte. Eine Gefängnisstrafe reicht doch völlig aus. Pathfinder. Der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, okay. Drake, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Unser vollkommen legales Geschäft. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad startklar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Okay, und eine Schnellreisestation haben wir auch. Guck mal. Und da sind noch hier Ausrufezeichen. Und da ist noch Ketus. Warum der jetzt auch immer als grüne Silhouette abgebildet ist, ich weiß es nicht.